Supportnet Served, diesmal wieder von Fabian Grenzer. Ich habe hier mal eine nette Seite für euch rausgesucht über den Lug und Betrug in den Single-Börsen. Unter der URL Flirtportal Verarsche, dort rocks.it, hat sich jemand die Mühe gemacht, mal etwas mehr Transparenz in diese Partnervermittlungsportale zu bringen. Er schreibt doch gleich auf der Startseite, worum es geht. Es geht eben darum, den Leuten auch mal ein bisschen zu sagen, was dort los ist und was eigentlich der Hauptpunkt ist. Man könnte meinen, dass er ein bisschen verschmäht wurde und deswegen hier Rache nimmt. Man sieht aber eben auch an der Frequently Asked Questions, dass er einfach auch Tipps geben will. Also Tipps, kommt er ja zu dem Fazit, dass eigentlich alles oberflächlich ist. Das beweist er, indem er sich mit Fake-Profilen angemeldet hat, hier bei Finja zum Beispiel unter Carpe Noctem 30 als Mann, und man sieht, okay, ganz hübsch, und da hat er natürlich ein Modelfoto genommen. Und er hat sich aber auch als Frau angemeldet, die auch sehr attraktiv ist, und macht eben den Vergleich auf, dass er früher sich unter seinem Bild dort angemeldet hat, und er meint, er sieht so ein bisschen besser als der Durchschnitt aus und hätte wohl überhaupt keine Chancen gehabt, irgendwelche Kommunikationen mit Frauen aufbauen zu können. Und hier mit diesem Fake-Profil scheint das wohl super gelungen zu sein. Da macht er, gibt er hier auch Beispiele. Die klicke ich jetzt mal nicht durch. Ich möchte nicht, dass das nochmal verewigt wird. Wenn es euch interessiert, könnt ihr euch das anschauen. Da sind auf jeden Fall, ist die Kommunikation zwischen interessierten Frauen und diesem Profil gezeigt. Umgekehrt ist es hier bei dem Fake-Profil von Callista, sind die Kommunikationen zwischen den Männern und dieser Frau angezeigt. In den Fax schreibt er nochmal, was sein Fazit ist. Und Fazit ist einfach, dass das alles total oberflächlich ist. Und Normalos würden da überhaupt nicht angehört werden. Also es kommt nicht auf den Charakter an, was er, wie er sagt, die Frauen immer behaupten würden, sondern ausschließlich auf die Optik. Die Optik entscheidet, wer zusammenkommt, der Charakter darüber, wer zusammenbleibt. Ist da so ein Zitat. Interessant war auch zu sehen, wie platt manche Dialoge tatsächlich sind, die er da mit seiner Model, Fake-ID geführt hat. Die waren wirklich also zum Teil so, dass man sagen muss, okay, da kommt es auf die inneren Werte tatsächlich nicht an. Und ja, diese hier abgebildeten Gespräche, da sind natürlich die Profilinhaberinnen und Inhaber nicht wirklich glücklich drüber. Er wird sie aber nur löschen, sagt er eben in seinen Statuten, wenn die sich alle Profildaten bei den verschiedenen Partnerbörsen löschen, und wenn das nachgewiesen wurde, dann wird er auch diese Diskussionen hier, das hat er auch gezeigt, schon manche von denen kann man schon nicht mehr aufrufen, wird er die auch löschen. Ja, wir haben natürlich versucht, den Autor zu erreichen für ein Interview. Das hat nicht geklappt. Die Anfrage wurde beantwortet mit vielen Dank. Die E-Mail wird jetzt in Moskau untersucht. Also er versteckt sich auch hinter seiner Seite. Das sagt er auch überall, dass man ihn darüber nicht erwischen kann. Und das sieht man auch hier unten schön. Er schreibt Copyright, die Bambulemacher. Ja. Das war die Flirtportal-Verarsche von Supportnet Surft, und ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Wenn ja, schaut euch einfach die anderen Supportnet Surft-Videos von uns an.